Ja, USA ist für uns ein, wie soll ich sagen, ein hochgerätiger Gegner. Ich meine, wir haben ja zweimal die Tschechen, die Slowaken, die sind auch sehr hochgerätig, aber als letztes Spiel, als letzte Begegnung vor der Weltmeisterschaft, wir haben auch in München die Amerikaner als letzte Mannschaft gehabt, in Tampere, das ging für uns sehr gut aus, das Turnier. Eine Mannschaft, die wir kennen, gegen die wir auch gerne spielen, die spielen auch gegen uns gerne und somit ist das, ja, glaube ich, der richtige Einstieg für eine ja, sehr anspruchsvolle Weltmeisterschaft. Ja, wir haben einmal unser Perspektiv-Team im Februar, wo wir zwei Spiele in der Slowakei machen. Da kann ich nochmal Spieler anschauen, Spieler testen. Dann werden Christian Künast, Sportdirektor, und ich nochmal unsere Reise Amerika, Kanada machen, NHL, unsere Spieler nochmal anschauen, kurz besprechen. Und dann geht es um Spiele zu beobachten, eine Longlist zu machen und dann geht es mit dem Telefonieren los.